Heute sind wir mit das ganze Herz kommen zurück auf meinen Kanal zu einem neuen Stadtblog. Und heute, was noch, was noch nie geht, und zwar das Doppelderby im letzten Grund. Wir haben 6 Männer, wenn einmal beginnen die Frauen. Ich werde wahrscheinlich den Vlog separat aufnehmen, denke ich mal. Und ja, mein Tipp, ich will schon sagen, 3 SFZ, 2 SFZ bei den Männern natürlich. Bei den Frauen weiss ich, wie sie in Form sind. Ich glaube, Frauen sind, glaube ich, erster Platz in der Tabelle. Ich blende gerade beide Tabellen ein, von Frauen und von Männern. Und ja, bei den Frauen denke ich mal, ein 3-1 oder ein 2-1 ersetzt. Ja, wenn euch der Vlog gefällt, wenn das Abo da, kommentiert und liked und teilt den Vlog. Alle, keine Ahnung an wem, aber teilt den Vlog wieder. Und ja, ich bin gespannt, wie sie reagieren auf die Niederlage gegen Iverdon oder das Rüdzen und Auswärts. Könnt ihr auch gerne abchecken, bin ich auch gewesen, verlinke hier oben. Ja, es ist, man muss doch immer auf die Niederlage reagieren. Also, ja, mal schauen, ich bin echt gespannt. Ja, der Hendriksen wird dann diese Saison, der ZFLA hat er schon angesagt. Hätte ich mir schon denken können, weil die letzten 7 Spiele sind nicht mehr so gut gelaufen für ihn auch. Aber ja, der Fabio Dronner, habe ich auch gehört, der ist wieder im Kader dabei. Wieso der gegangen ist und wieso der wieder da ist, keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Vlog und bis später. Es ist ein Derby und das ist die Aufstellung vom Stadtklub. Das ist die Aufstellung vom FC Zürich. Mit Nummer 25, Janik Sprecher. Unsere Nummer 2, Lindy Camperi. Mit Nummer 3, Adrian Guerrero. Mit Nummer 5, Fabio Capello. Unsere Nummer 7, Bredian Krasnucci. Mit Nummer 10, Antonio Marquezano! Thank you.
da widerrufe. Komm jetzt! Hey Siri! Ja! Penalty! Ja Mann! Ganz wichtig! Penalty! Ganz wichtig! Komm Tonino, mach ihn innen! Komm Tonino! Komm! Komm! Dai! Ja! 1-0! 38. Minute! Ja, Mann! 1-0 geht es! Scheiß jetzt! 1-0! Und die Kurve schon brennt wieder! Scheiß geht's hier, Mann! Ciao! Das Ganze bedeutet mindestens 5 Mach mit einem Fußball. Hui!
schön. Jetzt, ja, Kita. Ja. Niemals. So scheiße. Komm, Lady. Fabien.
Mann! So, ja, es ist Sonntag am Morgen vergangen. Ich habe gestern eigentlich wieder noch das Video beendet, aber es nicht geschafft, weil ich extrem müde war. Weil ich noch den Frauenmatch geschaut habe, war ich extrem müde. Darum kommen wir zum Schlussvideo heute. Ja, zwei Derby-Sieg. Gut, kann man gut in die Woche starten. Bei den Männern so, sage ich euch ehrlich, es ist erst die Katastrophe gespielt. Dann zwei rote Karten von Gizi, von Abu Bakr und dann noch rote Karten Katic und der erste Halbzeit in den 40. Minuten Penalty. Markus hat noch das 1 gemacht und in der zweiten Halbzeit ist nicht für mich gegangen und so, aber ich habe den Derby-Sieg geholt. Bei den Frauen war es auch nicht spannend. Sie sind im Führung gegangen und nachher geht sie ausgleichen. Und nachher in der zweiten Halbzeit haben die Frauen 2-1 gemacht. Ja, zwei Derby-Sieg, gut gelungen. Muss man sagen, geht es aber auch nicht so extrem gut. Also bei den Männern sind sie nicht so gut. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist einfach so. Aber ja, ich bin noch jetzt so Tabelle ein von beiden Teams. Also von den Männern, weil von den Frauen hat sich glaube ich nichts geändert. Zürich Frauen sind immer noch erster Platz und Zürich ist auf dem dritten. Das heisst, wenn St. Gallen heute gegen Basel Punkte liegen lassen, dann sind wir noch dritt und ich hoffe, Basel gewinnt das. Ich hoffe einfach, weil das wäre halt schade, wenn St. Gallen das würde gewinnen, aber ich hoffe, sie lassen in Basel Punkte liegen oder sie verlieren gegen Basel. Das wäre extrem gut für uns, wenn wir mal die Tabelle von den Männern, dann wären wir immer noch dritte wahrscheinlich. Aber wir müssen auch schauen, was er wird, glaube ich, machen. Wir sind, glaube ich, auch vierte oder zweite, ich bin nicht sicher. Ja, genau. Und ich würde sagen, wenn ich nicht, nein. Ja, wenn euch der Vlog auch gefallen hat, lasst das Abo da, kommentiert, liked und teilt den Vlog. Und darum würde ich mal sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder und ja, ciao zusammen.